So, da sind wir wieder. Kleine Besonderheit, das hier ist das 100. Match, das wir quasi in Zahlenfolge hochladen. Theoretisch ist es natürlich das 100 und ich weiß nicht, siebte oder so, weil wir ja Special-Folgen drin haben oder das achte sogar. Aber wir zählen das anders. So, 100. Match. Und Sinner verrät Müsste. uns, was die Besonderheit am 100. Match sein wird. Ja, wie ihr sehen würdet, auf jeden Fall, wir fahren beide in den Centurion. Kushada und Blowback Dragon, die bei uns mitfahren, haben ebenfalls Centurions. Das handelt sich hierbei um den aktuellen Trial Centurion. Der Richtig. CN9D. LBX AK-10 hat Hermes gestütztes LSR-10er-System und zwei Medium Laser. Und hier seht ihr auch gleich mal die Besonderheit, die jetzt nach dem letzten Patch reingekommen ist. Wir gucken alle nach Norden beim Game Start. Also nicht wundern, wenn euch das so ergeht. Das ist bei allen so. Das ist echt. Naja. So, wir können 36 Mal mit unseren LSR schießen und dann nochmal 30 Mal mit der LBX. Der Centurion ist Genau, auch wir verdammt brauchen schnell, muss ich sagen, ne? der 79,97,2. Es ist echt keine schlechte Maschine. Der Centurion ist halt eine ziemlich gute Maschine, wenn man den richtig ausrüstet. Ihr steht ein bisschen im Offenen, Jungs. Ja, ich suche nach Zielen für meine LSR und da schießt schon Achso. irgendein Gegner LSR durch die Gegend. Ja, na, lass uns mal alle durch den Tunnel laufen. Okay. Wir haben eine Kurzstreckenbewaffnung, also wenn da was Target kommt, dann kriegst du auch acquired. relativ schnell was für die Schrotflinten übergebügelt. Sink, ne? Das ist schön. Umgedreht? New target acquired. Das ist die Tür, dass sie echt geschrotet fühlen. Der haut wieder ab, glaube ich. Er rennt hier im Kreise. Das war seine linke Armpanzerung. Jetzt geht aber gerade eine Menge Munition, glaube ich, drauf, nur wie Kommando zu killen. Oder kommt noch Da kommen was? noch mehr ICs aus dem Tunnel. Oh, da kommt alles durch den Tunnel marschiert. Raus hier aus dem Tunnel, raus aus dem Tunnel. New target acquired. Au! Muss raus da! Ah, bin auf dem Weg. Nicht ganz so leicht hier rauszukommen. Kann jemand von euch mal Tunnel schreiben für den Rest unseres Teams? New target acquired. Los, lass mal da auf den Hügel raufstapfen und dann Feuerlinie bilden. Richtig. So, da ist der scheiß Kommando wieder. Target acquired. New target acquired. Okay, da kannst du aus dem Tunnel raus. Die sind auch nicht mehr lebensglücklich. Achtung, da New ist der target Turian durch. acquired. Das war noch im Panzer. Enemy base is being captured. Stopp! Okay, ich glaube, ich habe gerade Warning, zu viel incoming LSR verloren. missile. Enemy base is being captured. Bin aber ziemlich im Arsch, also ich glaube, der ist voll ausgepanzert, der Autsch, irgendwas kriege CN9. ich hier von hinten rein. Wer ist denn hier hinter mir bitte? Ach, hier Target ist ein kleiner acquired. Drecksack. New target Ich habe hier acquired. oben. Kleine Drecksratte. Surion, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir eben gerade weggerannt. Anfangs von dem weg. New target acquired. LB10 ammo at 25%.
Nein, ich bin tot! Ja, so. Ich hab den Cataphract. Ich glaube, kann das sein, dass der Mac einen XL-Reaktor drin hat? Ja, ja, natürlich. Centurion 9D hat immer einen XL-Reaktor, auch wenn du ihn kaufst. Super. Da kann man sich gleich bestimmt mit seinen Tosen weg und Adi. New Target. Hier, der verdammte kleine Drecksack. Der lebt immer noch, der kleine Kommando. Stirb, ECM-Ratte. Centurion ist einfach stumpf, wenn er den Kommando herrscht. LB-10 Ammo depleted. So, leider ist meine Ammo jetzt alle. Ja, ich bin hier gerade auf der Aura. Er hat noch 6 Schuss. Oder ist der andere Centurion, der mich gekillt hat? Mach die fett, die Sau! Acquired. Ja, hier hinten ist ein Uromet. Die Rückpanzer von Centurion ist weg. New Target acquired. Enemy base is being captured. Ich glaube, der Turm wird am glücklichsten, wenn man einen Standardreaktor drin einbaut. Enemy base is being captured. Fuck! Und Dauer ist raus. New target acquired. So, gucken wir doch mal, was Blowback so den ganzen Tag treibt. Ja, okay, awesome. Enemy base is being captured. In seinem Rücken. Der Mech kann aber definitiv nicht voll ausgepanzert sein, so wie der aussieht. Nee, das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen hinten nicht. Schauen wir mal, ob wir das Spiel trotzdem noch gewinnen können. Enemy base is indem wir einfach mal catchern. Ja, Blowback hat gar keine Beine mehr. Yep. Ich glaube, da sind wir auch... Vor allem ist meine Muni schon längst alle für die LB-10X. Ja, ich weiß nicht, die LB-10X ist einfach ja nicht für Enemy den Job gedacht, den wir hier versucht haben. Ja, definitiv. Die hätten sie ein bisschen Planout steigern müssen. Die AK-10 ist super. Mit der kann man echt gut arbeiten, obwohl ich das nicht gedacht hätte anfangs. Ich bin kein großer Fan von dem Ding. Echt nicht. Enemy base is being captured. Also war es bisher nicht. New target acquired. Und Feuer. Oh, sehr schön. Enemy base is being captured. Das ist der Turm, der mich zusammengeschossen hat. Der hat ja einige von uns aufgewissen, glaube ich. Ja. Ja, 3 Leute hat er gekillt. Ja, schön. Und wir haben gewonnen. Sauber. Okay. Bis dann. Tschüss. Conquest. Kleiner Hinweis. Conquest wurde geändert. Und zwar haben sie mit diesem Patch eingeführt, dass man nicht mehr 25 Punkte pro Ressource bekommt, sondern 50. Und die Zeit wurde von 2 Sekunden pro Ressourcenpunkt auf 1,7 runtergeregelt. Das heißt, Ressourcen häufen sich auch etwas schneller an. Das sollte verhindern, dass Conquest einfach nur immer daraus besteht, das gegnerische Team zu killen. Und man das tatsächlich sowieso ein bisschen unsinnig ist, wenn man für Mech-Kills hier weniger kriegt als im normalen Assault-Modus. Dementsprechend ist das jetzt wieder ein bisschen mehr auf den Augenmerk gelegt, Ressourcen sammeln. Was ich ganz gut finde. Wenn man schon so einen Modus hat, dann soll man doch vielleicht auch sinnigerweise so spielen, wie er gedacht ist. Wir gucken wieder alle gegen die Wand. Ja. Ich gehe mal hier rüber zu Epsilon. Folge dir. Piu, da lang. Gespannt, ob gleich was Leichtes hier rumguckt. Ist ja häufig so, dass irgendwas Schnelles eben rübersprintet. Haben wir irgendwas Schnelles unterwegs zu irgendwie einem anderen Punkt? Ja. Zu Theta ist einer, aber also der... Also ich bin zu Epsilon unterwegs und ich bin schnell. Wo bist du? Bist du links neben mir? Nee. Nicht schneller als ich. Doch da. Tatsache schneller als ich auch. Wir sehen über auf einer Seite des Kampfs. Also an den Epsilon zu laufen. Da ist der Cap auf Theta. Ja, sind so ein. Gang. Sollten wir langsameren mal zu Theta abdrehen? Ja.
Oh, da Target kommt was Zeug acquired. Nach Epsilon. Was haben wir? Cataphract? Centurion. Ah, der kriegt gleich hier ein warmes Willkommen. Fall Turion. Oh ja, Freund. Was? Meine Streak-Bisser sind gerade voll an dem vorbeigeflogen. Wie geht denn das an? Oh, und Cataphract kommt noch. So, Freund, ein Kupferstecher. Das gibt jetzt ein bisschen an den Backen. New target acquired. Mal eben abkühlen. Blowback, wie schnell ist dein Ring? 103,9. New target acquired. Was für ein Reaktor? 350er. Ähnlich schnell wie meiner. So, das Lämpchen ist abgeschlachtet. New target acquired. Haben wir zwei Highspeed Flames hier, ne? Super. Yep. Auch in den Krater. Ja, wir brauchen den Punkt und wir brauchen die Gegner weg. New target acquired. Na, das K. Oh, der sieht nach Standard aus. Den kann man relativ schnell wegschmelzen. Ja. Yeah. Ne? Dann hat er wahrscheinlich auch noch nicht erlebt. Eben. Dann wird sich ja gleich zeigen und bewahrheiten. Sauber. Und geschmolzen. Acquired. Das Katapult weiß nicht, was mit seinen SR-20ern anfangen soll. New Target. Meint auch noch ein anderer. Lol, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Zwei SR-20er Katapulte. Wir haben einen Cataphract. Rücken fast tot. Nein! Ja, dreh mir deinen Rücken. Genau. New Target acquired. Kann man sich nur mit dem LSR-Mac so in den Nahkampf stürzen? Oh, hier mal ein bisschen mehr schwere Feuerkraft. Der scheint ein Panzer zu sein hier. Wer? Na, das Katapult. New Target Gustav. Acquired. Ich glaube, jetzt kriegt er auch ordentlich. Meine Feuerkraft sollte dir wohl reichen. Ja. Hat ihn gut gemundet. So, was war das hier? Ach, das andere Katapult. Überhitzt. Hier hat sich einer überhitzt und selbst gekillt. Ja. Ich glaube, links ist noch irgendwas schnell gewesen. So, ich schnapp mal, du Kappa. Bei Gamma. Ah, guck mal hier. Rechts. Ein Krafrakti. In 3D. Ja. Da hinten sind die anderen beiden Daubis. Ey, was leckt denn Geh mal zu dem anderen Kampf. Da ist ein Mac von uns gegen zwei andere, gegen einer davon ist ein Atlas. Haben wir hier noch einen Awesome. Okay, zwei Assault Macs sind noch übrig. So, einer von euch könnte mal zum Gamma gehen, der ist fast eingenommen. Ein mit uns wäre awesome. Oh, schwere Laser am Atlas. So. Drei Large Laser. Eine Schweinebacke, ey. Hilfe, wer hier die schmelzen mich hier. Target acquired. Komm, mein Freund, du musst doch einen XL-Reaktor haben. Acquired. Ja, sah nach XL-Reaktor aus. Diese Feldsmelter, die haben meistens nicht mehr. Target acquired. Ja, hat nach. Der steht so ungünstig. Du bist im Weg, du bist im Weg. Autocannon ammo depleted. Holz.
Und da war jemand arm. Warum schießt ihr immer auf meine Arme, verdammte Axt? Ja, ne? Bin wieder Tschüss. Auf dem Bild gekippt ist. 8 Assists. Ja, nur 6. Totale Stille. Die innere Vorfreude auf schmelzendes Blech und Metall. Nippeln! Bitte was? Er ist wieder in meinem Fang drin nebenbei. Was hast du gerade gesagt? Ich sagte, ich bin in meinem Fang drin, du Nase. Hör doch mal zu, das kann ja wohl nicht angehen. Ja, den Satz habe ich verstanden, aber das davor leider überhaupt nicht. Lol? Wer schießt denn hier schon? Der Jan Novang rechts neben mir, der hat mal ganz stumpf unserem Atlas hier in den Rücken geschossen. Lol, wenn der mal nicht abgekillt wird jetzt. Und? Killt er ihn? Ja, er scheint es nicht zu kontinuieren. Er hat ihn aber auch nicht getroffen. Der ist noch 100%. Ah ne, der davor. Der Atlas ist auf 97. Oh, nach dem. So, ich bin Wasser. Hilft mir jemand? Was bitte? Deck am Wasser, hilft mir jemand bitte. Ja. Ich stehe hinter dir. Achso, gut, ah. Dann gehen wir. Na! Ah! Da wanderst du so ganz ruhig durch schon. Die Landschaft. Ja, bitte. Ich glaube, ich sehe auch schon Signal hinten. Da wanderst du ganz ruhig durch die Landschaft, ne? Und dann drehst du dich ein Stück nach rechts und siehst, pff, wirst du von unserem Drachen überholt. Ja, der ist aber nicht ganz so schnell wie der andere Drache. Oh, ne? Tut mir jetzt total leid. Hiermit renne ich nur 90. Ja, da ist jemand. Target okay, da haben wir Ziel A wie Alpha. New target acquired. Ja, toll. Wie kriege ich den Kamin-Messer als hier verdammte Axt? Oh, jemand acquired. Anderen. Verdammte New target acquired. Wahrscheinlich die Leute, die das sehen hier. Ich mag keine LSR. New target acquired. Schweinebacke hier, verreck doch! Weil sauber. Ja, mein PPK ist mit der kleinen Freundschaft. Ich mag kein LSR, verdammte Axt. Oh, verfickt. Oh ja, hier sind viele LSR unterwegs. Viele, viele. Ja. Viele. Sind vor allem viele, viele Mechs unterwegs. Das tut richtig weh gerade. New target acquired. Oh, ich brauche mal Hilfe bei Ziel A. Der geht mir gerade richtig auf den Keks. New target acquired. New target acquired. Cool, auch wenn meine Erfassung nicht 100%ig ist, kann ich die Streaks abschießen. Right arm critical damage. Oh? Hier ist ein Stalker mit 4 PPCs, ey. Au, 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 au. Hammer nervig. Ja, das ist ein Stalker mit Streaks, der ist auch noch näher geworden. Ja. Kann er fragen, ja, toll. Dann kommt hier in mein ECM. Lol, was ist das denn für eine Lachnummer von einem Kadafrakten? AK-10, AK-2 und 2 Maschinengewehre. Warning, incoming missile. Left arm, critical damage. Ja, da haben irgendwie auch mal rechten Arm abgesehen. Warning, incoming missile. Liegt wohl daran, dass du ein Dragon bist. New target acquired. Ich glaube, mein AK-5 ist im Eimer. Das ist die Linie. New target acquired. Warning, incoming missile. Alter, die ganzen Raketen, ey. New target acquired. Auto cannon destroyed. Super. Incoming missile. Ganz... Ganz übler Urlaub hier. Ja, ich bin gleich hinüber. Kannst du mal einen Stalker mit der Engine? Center torso, critical. Wenn ihr da fertig seid, kommt mal hier Richtung Kappa, da steht noch Trial Dragon, der ich bin, so down. Also mich könnt ihr vergessen. Ich bin gerade hier zentriert. Critical damage. Warning, incoming missile. Das war's.
Ja, nicht schlecht. New target acquired. Wir haben hier einen Atlas. Wir haben hier einen Atlas, der hinten steht, um seine LSR-20 zu verfeuern. Ich glaub's nicht. Target eine einzige LSR-20. Ja, das sind ganze 20 Raketen. Dann hat er noch 20. Dann hat er noch eine AK-20 und drei Medium-Puls-Laser. Und jetzt rennt er los. Das ist ja Quatsch, ne? Ja, so ist er weder für den Fernkampf noch für den Nahkampf wirklich gut gerüstet. Ja, ich weiß nicht. Es gibt so eine Denkschule, die sagt halt, ich möchte gerne auf jede Reichweite irgendwie mich wehren können oder irgendwas machen können. Aber ich glaube, dass man im Endeffekt mit spezialisierten Mechs mehr effektiv kämpfen kann. Also. Auto Cannon Ammo at 25%. New Target acquired. Gut, seine Reichweiten kennt er auch nicht gut. Wenigstens gewinnen wir das Spiel. Auto Cannon Ammo depleted. Was macht er? Wieso rennt er nicht näher dran? Heat level critical. So, der ECM ist weg und jetzt kann man das Target wieder feuern. Acquired. Heat level critical. Na toll, was macht dieser Atlas hier, anstatt sich mit dem Gegner anzulegen? Dein Munitionsbedarf kennt er wohl auch nicht. Nee. Ich weiß, dass ich auf ihn rumgeschaltet habe, da hatte er gerade mal 5 oder 6 Schüsse mit der AK-20 noch über und verfolgte gerade seine letzten 2 oder 3 Sniper LSR-20. Keine Ahnung, wie lange der jetzt damit geschossen hat, aber naja. So. Wunderbares Match und tschüss.